Herzlich willkommen zu einer neuen Füchse on Air Folge. Heute was ganz Besonderes. Wir begleiten die Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Herne und ganz besonders verfolgen wir die Arbeit der Betreuer vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel. Und wir wollen euch jetzt mal so ein bisschen die Heiligtümer der Füchse, die Kabine und den Kabinentrakt zeigen und wollen euch mal ein bisschen vorstellen, wie es drin so aussieht. Seid gespannt. Wir sind jetzt hier im Kabinentrakt der Füchse. Und wenn man mal nach links schaut, da haben wir den Bereich der Spieler, die Kabine. So, das ist das Herzstück hier unserer Betreuer, die sich vor dem Spiel hier vorbereiten und die ganzen Equipment-Sachen regeln. Und wenn ihr mal folgt, seht ihr hier alle Trikots aufgereiht und die müssen natürlich auch vor dem Spiel gepackt werden. Und das macht unser Betreuer, der Jörg, der ganz fleißig da am Tisch sitzt und der ist gerade bei Dominik Piskor und faltet den zusammen, also das Trikot natürlich. So, da ist eine große Kiste und der Jörg, der zeigt uns jetzt mal, was da so alles reingehört. Ja, hier in der Kiste haben wir die Trikots gepackt, sieht man ja. Unten drunter steht die Schleifmaschine für den Notfall, dass wir nochmal schleifen müssen. Dann haben wir hier unseren Handschuhtrockner, weil die Jungs immer kalte Hände haben, wärmen sie sich die auf. Und jetzt hole ich noch den Ball, damit die Jungs sich warm machen. Auch sag mal, wie viel früher bist du denn immer so in den Katakomben, um an so einem Auswärtsspieltag zum Beispiel die ganzen Sachen vorzubereiten? Ja, so in der Regel bin ich 2,5 bis 3 Stunden vorher hier, weil lieber in Ruhe als in Hektik. Da ich ja vom Vortag die Schwitzwäsche noch in den Maschinen habe, die müssen ja verteilt werden, steigt schon mal so ein Trockner aus, dann hast du das natürlich noch nass, also musst du den nochmal laufen lassen und dann schaffst du nicht in einer halben Stunde. 2,5 bis 3 Stunden vorher. Heißt also erstes Bulli 20 Uhr, wann bist du dann so hier in der... Ja, hört sich jetzt blöd an, aber 14 Uhr. 14 Uhr. So, weiter geht's. Jetzt kontrollieren wir mal das Equipment, was wir noch mitnehmen müssen. Tape und so weiter. Schnürriemen haben wir. Da sind die Handtücher drin, die Papierrollen und unsere Banktaschen. Damit die Jungs auch vertreten können, wenn sie an der Wand sind und schwitzen. So, wir haben 16.30 Uhr, die Mannschaft ist eingetroffen. Und bevor sie abfährt, macht sie ein kleines Videostudium und wir zeigen euch mal, wie die Jungs gerade angekommen sind. Wir haben 16.40 Uhr, die Mannschaft wird jetzt gleich in den Bus steigen und die Sachen einladen, macht gerade noch Videostudium und wir zeigen euch gleich mal, wie es im Bus aussieht. Ist die Mannschaft am Parkplatz angekommen. Jetzt haben wir 10 nach 6 und das Equipment wird jetzt ausgepackt. Die Spieler ziehen sich um und bereiten sich jetzt auf das Spiel vor. So, wir sind jetzt in der Halle angekommen. Jörg, was ist denn jetzt direkt vom Spiel zu tun in den letzten 1,5 Stunden vom Spiel? Was machst du da? Ja, wir haben ja jetzt die Trikots verteilt, habt ihr ja gesehen. Ja. Jetzt lege ich noch das Tape fürs Spiel raus für die Jungs. Guck, ob die alle zufrieden sind, ob man noch einen Schnürsenkel braucht oder so weiter. Und dann warten wir darauf, dass wir die Bank fertig machen. Und jetzt hole ich schon mal den Trocken raus. Bisschen früh. Aber da werden wir gleich die Warmlauf-Trikots einwandeln. So, wie ihr seht, haben wir Mitternacht und unsere fleißigen Hände
waschen jetzt die Trikots, damit die auch wieder sauber sind. Immer bei vollem Einsatz. So, die Waschmaschinen laufen. Sag mal, Jörg, wie lange dauert das jetzt alles zu waschen nach so einem Spiel? Ja, das dauert alles zusammen gut hochgerechnet bei den Auswärtstrikots 4,5 Stunden. Aber so lange bleiben wir nicht hier. Dafür stehe ich morgen früh auf, um die dann aus der Maschine zu holen. Die läuft heute Nacht von alleine. Die ist schon alt genug, die Maschine, die kann das. Und da haben wir jetzt, Jörg, was für eine Wäsche neben den Trikots auch noch? Das ist die Schlitzwäsche. Genau, was die Spieler drunter haben sozusagen. Genau. Das heißt, also wenn wir einmal Bilanz ziehen können, das ist ja auch wichtig, 14 Uhr bis dann wahrscheinlich 1 Uhr nach 1. Boah, ja. Schon eine Leistung, oder? Und morgen auch noch mal kurz, dann hier so 1,5-2 Stunden. Ja. Dann ist die Sache fertig. Dann liegt das Zeug am Platz. Und dann mache ich mir auch einen schönen Samstag noch.